Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, fand das Drittligaspiel Duisburg gegen Osnabrück statt und wurde dann abgebrochen aufgrund eines angeblich rassistischen Vorfalls. Ihr habt wahrscheinlich davon mitbekommen. Angeblich wurde der schwarze Spieler Aaron Opoku rassistisch beleidigt. Nun, gut 4 Wochen später, stellt sich die Sache ganz anders dar. Die Staatsanwaltschaft hat das ganze Verfahren eingestellt. Die Richtigstellung fand in den Medien aber nicht so einen großen Anklang wie die Sache damals kurz vor Weihnachten. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs ist ein Spiel wegen einer rassistischen Attacke abgebrochen worden. Beim Drittligaspiel in Duisburg wurde Aaron Opoku vom VfL Osnabrück offenbar von einem Zuschauer beleidigt. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie. Danach blieben beide Mannschaften in der Kabine. Auch die Fans zeigten ihre Solidarität. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den mutmaßlichen Täter. Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Profifußballspiel aufgrund eines rassistischen Vorfalls abgebrochen worden. Bei der Drittligapartie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück war der VfL-Profi Aaron Opoku aus dem Zuschauerraum beleidigt worden. Rassismus-Eklat in der dritten Fußballliga. Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wurde in der 33. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen. Grund: Osnabrücks Angreifer Aaron Opoku wurde von den Zuschauerrängen aus rassistisch beleidigt. Ein Täter wurde mit Hilfe der Fans gestellt. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Tja, und 4 Wochen später sind diese Ermittlungen nun abgeschlossen. Ergebnis? Es gab keinen rassistischen Vorfall. Aus dem Zuschauerraum rief in der Tat ein Fan: Du Affe, kannst keinen Elfmeter schießen. Aber es war gar nicht Aaron Opoku, der in diesem Moment einen Elfmeter zu schießen hatte, sondern sein Spielerkollege Florian Kleinhansel. Und der war damit gemeint. Jemanden als Affe zu beschimpfen, kommt ja nun durchaus öfter mal vor, erst recht unter Fußballfans. Während der vermeintliche Vorfall an sich kurz vor Weihnachten riesig durch die Medien ging, sogar die Politik schaltete sich ein, wird die Richtigstellung nun kaum in den Medien beachtet. Nur ein paar regionale und ein paar Sportseiten sowie der Deutschlandfunk berichteten. Die großen Nachrichtensendungen in ARD und ZDF, die damals auch die Falschmeldung groß verbreiteten, schweigen nun. Dabei hätte hier an selber Stelle nun ebenso auch berichtet werden müssen. Ja, eine wirklich irre Geschichte. Nun, Rassismus muss immer dann klar benannt werden, wenn er auch wirklich stattfindet. Wie zum Beispiel diese Woche im Dschungelcamp. Geh doch in den Busch wieder. Ey. Geh doch in den Busch wieder. Guck mal, racist ass bitch. Solche Aussagen sind scheiße. Geh doch in den Busch wieder. Du befindest dich gerade auf meinem Territorium im Busch. Okay, da gibt es ja wohl keine Diskussion. Ich meine, das war nun wirklich eine rassistische Äußerung. Und deswegen hat RTL schnell gehandelt und diese Frau ins nächste Flugzeug gesetzt. Richtig so. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren. Jetzt 14 Tage kostenlos testen.